Aber du hast ja mal einen schlechten Tag, oder? Ja, ja, sicher. Ich sage nicht, dass ich mich dem entziehen kann, dass mir Sachen widerfahren, wo ich dann anschiesse oder so. Ich meine, so, jeder hat einen Job und weiß, wie so Einflüsse auf einen wirken können. Mein letzter Job war ja nicht also immer nur ein Happy Day oder so. Also, also was mich negativ am meisten beeinflusst, sind Freiheitseinschränkungen. Mhm. Und zwar in jeglicher Form. Egal wie, auch wenn ich jetzt nur muss meiner Mutter wieder zuhören, wie sie ihren Tag mir muss erzählen muss und das Mitteilungsbedürfnis hat und überhaupt keine Storytelling-Skills an den Tag legt und einfach nur chronologisch abrackert und du schon das Ende siehst und eigentlich sagst, okay, ich weiss, was anführt. Auch so Kleinigkeiten, einfach so ein bisschen eben die Freiheit, also Fremdbestimmungsgrad von meinem Leben ist das Einzige, was mich irgendwie noch negativ beeinflusst. Sobald ich meine letzte Kette sozusagen abgelegt habe, wäre ich vollkommen glücklich, weil dann kann ich meinen Alltag bestimmen. Und wenn, solange du 8 Stunden am Tag irgendwo sein musst und für jemand anderen aktiv bist, als für dich selber, dann musst du krampfhaft deine eigene Bestimmung in dieser Tätigkeit suchen. Und dir selber so Sinn geben in dem, was du machst, wo... Das habe ich lange das Gefühl gehabt. Und jetzt bin ich vollberuflich Komiker. Mhm. Und habe nicht das Gefühl, dass ich fremdbestimmt bin. Mhm. Und trotzdem habe ich 120 Termine im Jahr. Und das zum Teil schon 2 Jahre im Voraus. Ja. Fix. Also ich weiß nicht, ob das jemals ganz verschwinden kann. Na klar, aber du machst die Termin. Also es wird für dich gemacht und du hast immer noch dein Vetorecht bei jedem Termin. Mhm. Du weißt aber, es ist Einnahmequelle zum Teil, wo du halt Sachen musst machen. Aber es ist trotzdem... So, wenn es ein Kompromiss ist, dann ist es immer noch die absolut beste Option von diesen freiheitseinschränkenden Sachen, zum sagen, ich mache etwas, was mir gefällt. Das halt in dem Maß, dass es mich doch einschränkt, also meine Zeit halt verplant ist. Aber das ist völlig von dir aus. Das Schöne bei dir finde ich, dass du so einen gesunden Optimismus und so eine schöne Euphorie hast, auch gegenüber so Sachen. Weil du machst noch nicht lange Comedy und ich muss sagen, du hast mich persönlich auch wieder ein bisschen beflügelt, weil du so Freude hast an dem. Und manchmal verliert man sich in dem ganzen Ding drin, wo man sich eben dann auch kurz sich zurückerinnern muss und mit sich selber muss schwätzen vor 6 Jahren. Wir haben müssen sagen, vor 6 Jahren habe ich mal davon geträumt, überhaupt jemals mit einem Solo-Programm aufzutreten. Mhm. Und dann irgendwann bist du auf einmal so mit dem Dritten oder was auch immer und bist so, heute sind nur 40 Leute da, weißt du? Ja, ja. Und wenn du das dem Typ vor 6 Jahren sagst, sagt er, Alter, wenn ich jemals vor 40 Leuten ein Solo-Programm spiele, weißt du, wie glücklich bin ich? Mhm. Und so. Und du hast bei mir, eben so vor 1,5 Jahren oder so, hast du das recht gut in mir wieder führen geholt. Ich sage nicht, das ist komplett weg gewesen, aber einfach... Einmal hast du halt Gage gekriegt. Das war wahrscheinlich deine erste Gage. Und es ist nicht einmal eine grosse gesehen. Also es ist ein Nötli gesehen, das kann ich sagen. Und du hast dich so gefreut. Du hast gefunden, jetzt kriege ich sogar noch Geld, für das ich vorher auftreten ja. bin. Ja. Und das hat mir auch mega Freude gemacht, dass man so eine Euphorie und so einen Enthusiasmus gegenüber etwas im KH. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste in allem, was man macht. Weil ich zum Beispiel, ich bin kein Gin-Trinker. Mhm. Ja? Und es gibt 150'000 Gin-Bars mittlerweile. Mhm. Aber wo wir in St. Gallen in der einen Bar auftreten sind, wo auch eine Gin-Bar ist, und ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber der Typ, und dann einfach erklären, warum jetzt der Gin mit dem Tonic und dort und so, hast du gemerkt, der hat nicht eine Gin-Bar, weil macht man jetzt einfach schnell so, sondern der hat eine Gin-Bar, weil das ist eben sie übertriebene, sie ist mega, sie Fußballding, oder? Ja, ja. und dort habe ich es dann mega geil gefunden, ich muss sagen, du bist eine geile Sicht und du hast auch
absolute Euphorie und Enthusiasmus für etwas. Oder? Absolut, absolut. Ich finde einfach, also bei dir ist auch ein bisschen andere Ausgangslage wahrscheinlich. Also du bist, dir ist ein bisschen die Wiege gelegt und so, du bist anders aufgewachsen, du hast sehr früh schon können reinschauen in so Sachen und hast ja sehr früh schon deine ersten Schritte in das gemacht und hast die Versklavung vom von der normalen Prüfen und so durchgemacht und hast sofort können eben mit deinem eigenen Zeug früh loslegen. Und bei mir ist es halt ein bisschen länger gegangen und es hat sich viel mehr aufgestaut. Und jetzt, wo das kommt, wo du... Also weißt, ich habe einfach die objektivere Sicht vielleicht ein bisschen auf das. Weil ich komme aus einem Background, wo halt ein bisschen so büzermässig und so ist und Akademisierung ist mega wichtig bei uns und so. Du musst ein Diplom haben und sonst bist du voll am Arsch und so. All die Sachen, wo halt die Weltenregeln, also die menschengemachten Sachen auf dich so einprasseln und dich völlig einschränken. Auf einmal bist du in einer anderen Welt und sagst, hey, ich bin vor Leuten gestanden, habe 10 Minuten absurden Scheiß erzählt von irgendwelchen Monobrauen, wo, weißt du, wirklich Sachen, wo die Leute einfach nur unterhalten haben und in dem Moment alle zusammen einfach den Moment haben können geniessen und dann komme ich auf der Bühne und das bringt sogar Geld. Also die Absurdität von dieser Realität hat mich einfach mega fasziniert und das ultimative Privileg, wo das ist, das dürfen zu machen, das möchte ich nie verlieren. Und das ist halt etwas, wo eben mit der bewussten Herangehensweise, glaube ich, wenn du reinkommst oder dich reinlebst so langsam und es passiert einfach, ist eine andere Sache, als wenn du dich mega bewusst musst für den Schritt entscheiden und sagst, okay, das ist jetzt ein neues Leben, eine neue Art vom Unterhalt verdienen. Und dann kannst du dich in dieser neuen Situation auch bewusst positionieren und sagen, was für ein Typ will ich sein in dieser Szene, in dieser neuen Umgebung, wo ich mich befinde. Und dort habe ich mir einfach von Anfang an gesagt, auch wenn nur 3 Leute kommen, es sind 3 verdammte Leute, die anhocken und dir zuhören. Du kannst am Bahnhof so viel reden, wie du willst, kein Mensch hört dir zu. Und wenn dann jemand wirklich sogar Tickets kauft und anhockt und vor dir steht, dann wer bin ich, zum sagen, oh mein Gott, es sind nur 3 Leute. Yeah, yeah. Und wenn ich dann das höre, weißt du, so eine Mixshow, und dann hörst du, der oder der kommt und sagt, ja, heute wird voll scheiße. Und dann sage ich, ja, für dich wird es voll beschissen wahrscheinlich. Gib ihm recht. Aber für mich wird es cool, weil ich komme und schaue diesen Leuten in die Augen und sage, hey, wir sind da. Alles andere ist scheiße, ob jetzt hinter euch noch 50 andere Leute sitzen oder nicht. Das ist jetzt der Moment und den geniessen wir jetzt zusammen. Und ich biete genau das, was ihr auch bekommen würdet, wenn jetzt 100'000 Leute da wären. Weil das ist ja dann eben wieder das Ego-Zeug. Und das habe ich mir einfach bewusst klar gemacht. Und ich glaube, wenn du dir deine Rolle bewusst aussuchst, dann bist du viel... halt, so viel, du hast dann so wie Guidelines, um dich daran halten. Ja, und verlier das nie. Weil das ist wahrscheinlich genau der Grund gewesen, warum es bei mir mal, es ist nicht lang gewesen, es sind 2 Monate gewesen oder so, ja, aber wo es bei mir mal so ein kleines Zwischentief gegeben hat, weil man ist ja meistens dann schon drin, wenn man wieder mal drumherum schaut. Oder? Außer man hat sich das alles sehr bewusst mal gesagt, und ich habe das sehr bewusst schon mit 16 gesagt, aber weil so viel und immer nur in kleinen Schritten passiert, ist man dann auf einmal eben in so einem ganz kleinen Rattenschwanz, wo man eben so findet, wieso sind jetzt nicht mehr Leute da als letztes Mal, wo ich da gespielt habe? Das kann doch nicht sein, weißt du? Da müsste doch jetzt mehr da sein. Yeah. Und irgendwie, wenn das 2-3 Mal passiert, und dann hast du vielleicht noch einen Auftritt, wo ich gerade einmal habe ich in Luzern gespielt und Marco Rima ist geschaut. Und die erste Hälfte ist tot gesehen, wirklich. Und ich habe es. Ja. Und die zweite Hälfte war dann eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Und dann mein Manager hat dann gesagt, hey, look, sehe das Positive, du hast sie noch gekriegt. Ja? Vor einem Jahr noch nie oder vor 2 oder was auch immer. Und, so, oder? Und ich habe eigentlich gedacht, so, hey, nein, mach Riemann jetzt und ich kacke da so ab und bla bla bla. Oder? Und es längen dann so 2-3 Sachen in so einem Monat und dann bist du auf einmal drin. Und irgendwann schaust du um und findest so, aha, aber warte mal, meine Idee ist ja eigentlich schon mal eine andere gesehen. Haben mir dann auch Leute gesagt. Also früher hast du gesagt, eben, wenn nur 10 Leute kommen, bist du schon happy, weil sie wollen ja dich sehen und so. Yeah. Aber das Hirn ist so bescheuert, wie man sich so schnell an Sachen gewöhnt, wo man dann oft für normal nimmt, oder? Also, und das Umfeld ist ja auch so in diesem Modus. Aber und es ist überall so. Es ist so, kannst, frag mich nicht,
jemand kriegt mal in einem Restaurant, kriegen sie den Kaffee offeriert. Ja. Ja. Und wenn sie das nächste Mal gehen und sie den Kaffee nicht offeriert, kriegen, ja, sie, logisch. Hey, wieso habe ich das? Ich habe das nicht offeriert gekriegt, ja, oder? Ja. Und du gewöhnst dich so schnell an so Zeug. Ja. Und dann musst du immer wieder so kurz, wie einen Schritt zurücknehmen und sagen, ja, hey, also. Ja. Das ist aber das Bewusste, was ich meine. Wenn du dir würdest sagen, was bin ich für ein Kaffeetrinker oder was bin ich für ein Mensch, wie gehe ich mit offerierten Getränken um? Macht ja keiner sich den Gedanken und sagt so, okay, bei offerierten Getränken bin ich der Typ. Weil viele finden so, ich bin einfach mich selber, als würde es das geben. Weißt du, ja, als gäbe es so eine geschlossene Hülle von Attributen, die einfach an dir haftet und du bist einfach der Typ und bist so voll authentisch dabei. Mhm. Du bist bei deiner Schwiegermutter anders als am Stammtisch, bei deiner Freundin anders als bei deiner Mätkes und weißt, überall verhaltest du dich anders. Je nachdem, wo du bist, bist du in einer Rolle. Mhm. Und die sind zum Teil komplett anders. Mhm. Weißt du, eben, wie du sagst, ja, nie du in dem Sinn. Es gibt so einen Kern, der dich ausmacht, wo eben viele halt so deterministisch irgendwie in der Vergangenheit suchen. Aber irgendeinen Kern gibt es natürlich schon. Aber trotzdem sind deine Verhaltensweisen formen deinen Charakter. Bei einem Bewerbungsgespräch bist du anders als dort und dort. Und wenn du dann das mal so realisierst und sagst, okay, es gibt die 1000 Facetten von mir und überall entscheidet sich so spontan. Ich komme zu meinen Schwiegereltern und nehme mich einfach ein bisschen zusammen und mal schauen, was passiert. Aber wenn du dir wirklich mal anhocken würdest und sagst, hey, was für ein Comedian wollte ich sein, was für eine Art von Künstler oder was für eine Art von Mensch wollte ich jetzt in diesem Kreis sein und du dir von Anfang an sagst, hey, mir ist scheißegal, wie viele Leute sind, wie viel Zuschauer, wie gut oder wie nicht und bla. Wenn du dir so Sachen, eben jetzt das Kaffeebeispiel, wenn du dir dort schon mal das vorgenommen hättest und sagst, hey, ich bin ein Mensch, ich gehe ins Kaffee, wenn ich den Kaffee zahlen muss, zahle ich ihn, wenn ich ihn offeriert bekomme, bedanke ich mich, aber ich erwarte nie, dass er immer offeriert wird, nur weil er einmal offeriert worden ist. Wenn du dir die Entscheidung mal bewusst machen würdest, wäre es vielleicht nicht so. Yeah. Aber wenn du dich einfach leiten lässt von den Umständen, dann ist natürlich das Gewohnheitstier, das entscheidet. Genau. Und dann verwandelst du dich einfach in den undankbaren Wichser, wo der Kaffee einfach jetzt offeriert haben will, nur weil er ihn einmal offeriert bekommen hat. Absolut. Und das ist, bei mir ist das, zum letzten Mal, es war eine kurze Phase gesehen. Und dann die Realisation und sich dann, du hast auf das schon von Anfang an für dich so entschieden. Und ich habe das einfach mal gesagt, aber ich bin halt irgendwann dem nicht mehr so bewusst gesehen. Und ich habe dann danach, habe ich vor 18 Leuten gespielt, einen Solo-Termin. Sind zwar 30 Tickets verkauft gesehen, aber es ist später April gesehen, es hat 26 Grad am 8. zu oben gehabt. Nein, du bist nicht dabei gewesen, es war der Nico gewesen. Und danach findest du so, aber die 18 haben sich trotzdem entschieden, und es war noch ein Match gewesen, an dem Ort mit dem Team, irgendwie sogar Europa League oder Champions League oder irgendwas. Europa League. Und dann findest du aber 18 Menschen sind trotzdem gekommen und hocken jetzt hier in. Und das ist eine von der geilsten Shows ever gesehen. Weil eben als Künstler man sich darauf einlässt. Weil man vergisst auch oft, dass die Menschen das spüren. Genauso, wenn jetzt zum Beispiel du kannst 20 Minuten ohne Lachen performen. Wenn du das mit einem Selbstvertrauen machst und mit einer Sympathie und einem Charme, dann stört es die Leute nicht einmal so. Dann sagen sie nachher, ja, das ist jetzt nicht so lustig gewesen und es hat mir nicht so gefallen, aber du, easy. Gegen wenn du auf die Bühne kommst und der erste Spruch funktioniert nicht und dann wirst du rot und du fährst auch schwitzen und so, dann fühlen sie die Leute spüren. Und man unterschätzt das oft. Und genau das Gleiche, wenn einer angeschissen auf die Bühne kommt, ich habe schon Bands gesehen, die sich dann nerven, weil eben nicht genug Menschen im Publikum sind. Und dann heisst das Lied so, it doesn't matter. Und dann sagt er, ja, das stimmt, it doesn't matter. Weißt du, not enough people. How true. Was sie dann sich so noch in das Einsteigen, oder? Und darum finde ich deine Freude und deinen Enthusiasmus, wo du gegenüber dem hast, auch wenn du dir das eben mal bewusst so gesagt hast, finde ich grossartig.